Einen wunderschönen, da bin ich wieder, euer Odin, mit einem neuen Unboxing. Wird im Prinzip ein Doppel-Unboxing werden, also, weil das gab es schon. Ich zeige euch mal was. Ich muss nur meine Adresse abdecken, und zwar die von Videoweb. Ja, das kann ich euch auch gleich kurz erklären, nicht dass ihr euch wundert, warum das doppelt ist. Ich habe ein Pressemuster bekommen von Videoweb. Und das habe ich angeboxt, das habt ihr am Kanal gesehen. Das ist auch schon über eine Woche da. Ich habe es nur nicht online geschalten, weil ich halt oft darauf gewartet hatte und ich konnte halt nicht so schnell, da, wie gesagt, als alleinerziehender Vater momentan waren viele Beamtengänge und einiges zu erledigen wegen der Schule und alle drum und dran. Da war halt nicht so viel Zeit. Deswegen komme ich jetzt dazu. Ich habe zu der ersten Box kein Hardware-Check-Video gemacht, weil es bei mir am Anfang nicht gleich funktioniert hat. Will ich euch gleich sagen, warum. Das ist auch nicht das Problem der Web-Videobox gewesen. Das war das Problem von denen, die die Videobox vor mir hatten. Wie gesagt, es ist ein Pressemuster. Es kam zu mir von woanders. Also es ging kurz dahin in die Firma und dann zu mir. Und die hatten da was verstellt, dass es nach die haben ein Reset gemacht oder so, aber da war was verstellt und es hat nicht funktioniert. Dann hatte ich mich da bei der Firma Webvideo, so bei Videoweb gemeldet, und die haben gesagt, ist kein Problem, wir schicken dir eine neue Box, behältst du die noch so lange, guckst du, ob die neue vielleicht hier funktioniert, und wäre Blödsinn, wenn du doppelt zurückschicken musst, falls hier vielleicht auch ein Problem ist. Oder halt allgemein zurückschicken. Ja, ihr wisst, ich hab Pressemuster schon ein paar Mal erklärt bei euch. Dann habe ich aber auch gleich mal den Support angeschrieben, am gleichen Tag, wo ich das dann die Videos gemacht habe. Und der Support bei Videoweb, der war abends dann halt nicht mehr da, war gut, 23 Uhr ist logischerweise. Aber am nächsten Tag habe ich sofort früh um 8 Uhr noch was eine Nachricht gekriegt und habe das so gemacht. Und steht auch drin, Achtung, macht das wirklich erst alle zu Ende, auch wenn es vorher schon funktioniert, habe ich auch alle gemacht, und dann hat es wieder funktioniert. Nur ist das Problem, ich konnte euch die ersten Einstellungen nicht zeigen, weil es die ersten Einstellungen, das erste Einrichten bei mir ja nicht funktioniert hat, da halt ja eine gebrauchte Box war und ist, die ich da unten drin habe. Ich habe sie jetzt schon eine Weile benutzt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn ich die jetzt nochmal kriege, sowieso, und damit den Hardware-Check mache, packe ich sie nochmal aus mit euch, habe ich halt nochmal ein Unboxing und nochmal ein Hardware-Video, kann ich ein bisschen mehr zur Hardware erklären. Und da fangen wir jetzt auch am besten mal an, würde ich sagen. Wie gesagt, ich habe die jetzt wirklich schon, nachdem der Support mir da so klasse geholfen hat, also da muss ich echt sagen, da lobe ich den Support bei Webvideo. Ich habe den abends angeschrieben, nächsten Tag, bumm, E-Mail, also ich werde wach, habe meine Tochter in die Schule gebracht, habe gedacht, guckst mal E-Mails durch, bumm, E-Mail da. Dachte ich, was, wie geil ist das denn? Ja, ich habe schon mal EA geschrieben, da habe ich 3 Wochen lang keine Nachricht gekriegt. Wo geht denn das jetzt hier auf? Ach so, nach vorne geht's auf. Und, jedenfalls hat es dann auch, so wie der Support mir das gesagt hat, hat es auch relativ schnell funktioniert. Ja, also war richtig super erklärt. Also ich hab da eine richtig geile, wirklich geile Anleitung bekommen, die wirklich super funktioniert hat. Und, das ist ein Brief für mich von der Firma. Hoppala, Entschuldigung, ich will nur schnell mal rinkicken. Im ersten Video hatte ich auch diese Fernbedienung erwähnt, da hatte ich vergessen zu erwähnen, dass die Fernbedienung, die ich damit bei hatte, mit der Tastatur, das ist ein extra Paket. In dem normalen Paket ist diese Fernbedienung, achso, da ist das Musterexemplar, Videoweb, genau. So, ist mein Schein nämlich. In dem normalen Paket ist diese Fernbedienung nicht mit drin. Die ist, gibt aber ein gesondertes Paket, da kann man sagen, ich möchte die Webvideobox mit dieser erweiterten Fernbedienung, also mit dieser zweiten Fernbedienung, dann kommt praktisch der Karton mit dieser Fernbedienung daher. So, wir packen den Karton auch gleich aus. Ich hatte ja schon mal ein Unboxing, habe ich euch ja schon mal erklärt, dass hier, was man da alles sieht. Geht jetzt rein nur ums Gerät, dass ich euch
Ja, bin ich bescheuert, ich habe da ein Messer, ihr habt doch unterm Karton. Dass ich euch den Karton noch, also das Gerät an sich noch mal erklären kann. Ich muss gerade gucken, wo geht's auf? Da geht's auf. So. Und dann wird es nämlich auch ein Hardware-Check-Video geben, wo ich euch die ersten Schritte wirklich vernünftig zeigen kann, was ich leider beim ersten Mal nicht konnte. Wieder dieser weiße Karton in Klavierlack, möchte ich mal sagen, also verspiegelt mit dem VideoWeb-Logo drauf. Ich zeige euch das mal von nah. So, sieht wirklich sehr nice aus. Wartet, hier ist noch ein Zettel drin, muss ich erstmal durchlesen. Was? Fernbedienung bitte die andere Box entnehmen. Achso, Fernbedienung der anderen Box bitte entnehmen. So, hier sind die Anleitungen, die wirklich auch sehr gut sind. Wir haben ein HDMI-Kabel. Hoppala. Box haben wir. Und ja, Fernbedienung ist... Ach so, Fernbedienung der anderen Box entnehmen, weil ich habe keine Fernbedienung diesmal mit bei. Haben sie mir diesmal nur die Box geschickt. Ach so. So. Na, kommen die dazu. Das ist ja wohl das kleinste Problem. So. Jetzt würde ich das hier mal aufbauen für euch, weil zum Hardware-Video kommen wir gleich. Da werde ich dann noch mal ein bisschen was erzählen. Weil Unboxing machen war jetzt lang genug. Das muss ich mal wegpacken. Das stört gerade in der Aufnahme. So. Im Hardware-Video, im zweiten Hardware-Video werde ich euch dann halt nur noch mal Sachen zur Box erzählen. Was ich, so, ich habe ja schon einiges getestet. So, das ist das Unboxing. Ihr bekommt halt die Hefte ab damit bei. Normalerweise eine Fernbedienung. Ich habe ja schon eine. Die Box. Ein HDMI-Kabel ist mit bei und der Stromkabel ist mit bei. So, und hier steht auch wieder MaxDome drauf, sehe ich gerade. So, und dann würde ich sagen, das war's für zweite Unboxing. Ich wollte euch nur auf dem Laufenden halten und sagen, ich habe halt noch eine Box und diesmal wird es einen Hardware-Check geben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.